Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia 2008 für den PC. Das letzte Mal haben wir dieses und ein anderes Gebiet, ich zeig's gleich nochmal kurz auf der Karte, befreit. Und dieses Mal versuchen wir noch kurz hier ein paar Lichtblubbel zu sammeln auf dem Weg nochmal da hoch, wo die Befruchtungsplattform war. Denn da oben gibt's noch ein paar auf dem Weg zu erreichen. Hat man ja gerade schon gesehen. Die paar Lichtblubbel möchte ich noch einsammeln. Den Weg kann man ruhig noch einmal gehen, das ist kein Problem. Allerdings werde ich dann auch nicht weitere Anstalten machen, hier extra noch welche zu holen. Vielleicht auf dem Weg in das nächste Gebiet noch ein paar, aber ja, muss nicht sein. Dann gibt es noch welche. Ja, die sind ganz nah beieinander hier. Der Weg war aber nicht so weit. Hier gab es ein Rätsel. Deswegen haben sie den Weg wahrscheinlich nicht ganz so weit gemacht von... da wollte ich gar nicht hin. Das ist ein komischer Wegfindungsalgorithmus. Ja. Das ist noch einer. Naja. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was sie gemacht haben. In der letzten Folge haben wir dieses Gebiet hier endlich gemacht, was noch nicht gemacht wurde, komischerweise. Aber jetzt kann man sich da auch hin teleportieren, was ganz praktisch ist. Und wir haben dieses Gebiet hier fertig gemacht. Und heute versuchen wir, dieses Gebiet fertig zu bekommen, damit wir die nächste Kraft kriegen. Damit wir in der nächsten Folge die nächste Kraft benutzen können. Ja, so, so ungefähr so trifft das ganz gut. Kurze Zusammenfassung und so, ne? Für die Leute, die unbedingt wissen wollen, was abgeht. Oder auch einfach so, weil es ein Let's Play ist. Kann man so oder so sehen. Ich sehe es aber so. Oder so. Je nachdem. So oder so. So. Dann machen wir mal weiter. Hier gibt es auch noch zwei. Gut. Hatte ich ja den richtigen Riecher mit da hinten, obwohl die Lichtblubbel hoffentlich nicht riechen. Sonst wäre es komisch. Licht riecht nicht, oder? Na, ja, kommt drauf an, in welcher Verfassung. Gewitter riecht ja auch. Ich meine, die Blitze vom Gewitter. ich laber schon wieder so einen Quatsch. Unfassbar. So, fliegen wir noch einmal da hoch. War ja kein allzu weiter Weg, meine ich. Jedenfalls sollte uns das Teil eben direkt da oben hinbringen. Dann sind wir auch schon wieder da. Hui. Da unten gibt es noch Lichtblubbel. Wie komme ich denn da hin? Gibt es überall so ein paar noch, wo ich nicht genau weiß, wie man da hinkommt. Hier bin ich das letzte Mal auch nicht hingesprungen, um hier wieder wegzukommen. Naja. Auf jeden Fall müssen wir da sowieso hinlaufen. Das heißt, wir werden jetzt diesen Weg hier nehmen. Ach, komm schon. Wirklich? Warum habe ich den denn jetzt hier verpasst? Ja, ich wollte gerade schon sagen. Ein Millimeter zu tief. Ja, ist echt ein bisschen blöd dann. Ich will den auf jeden Fall mitnehmen, ansonsten müssen wir hier nämlich nochmal her und da habe ich echt keine Lust drauf. Müssen wir wahrscheinlich eh, weil wir da hinten nicht hinwarpen können. Oh nein, ein Gegner. Was tun wir nur? Ah, nein, 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 nein. Schon viel zu viel Zeit vergangen. Ja, viel zu viel Zeit. Na komm her, Kleiner. Verteidigt euch! Au! Ja, Elikas. Tipp war gar nicht mal so blöd. Oh ja, der macht noch einen dritten Schlag. Ganz vergessen. Oh, die Gegner können auch ihren Zustand ändern. Das wusste ich nicht mehr. Mal nochmal die tödliche Vierer-Kombo hier. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht abwehrt. Ja, gut, wunderbar. Schubst ihn runter. Da entlang. Oh nein, da sind wieder so schwarze Blubbel an der Wand. Die mag ich nicht. Und hepp. Sind nicht schwierig auszuweichen, aber verzögern das Gameplay, weil halt zwischendurch gewartet werden muss. Ansonsten wird man von denen verschlungen. Was ich ein bisschen, naja, ein bisschen blöd finde. Vor allem, wenn man verschlungen wird, dauert es eine halbe Ewigkeit, bis man wieder da ist. Denn man startet ja immer da, wo fester Boden zuletzt war. Oh je, noch mehr von der Sorte. Hep. Perfekt. Also ich weiß nicht, ob es perfekt war, aber es war gut. Oh, ich freue mich schon auf eine ganz, ganz bestimmte Power. Die wird super.
Die Power wird super. Und auch auf die Gebiete, die sind auch klasse. Bis jetzt haben wir die besten Gebiete noch gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Finde ich gerade etwas schade. Naja. Kriegen wir schon noch hin. Helika. Da lang, alles klar. Da oben kann man an der Decke entlang laufen, allerdings... Ach, Mist. Das habe ich falsch eingeschätzt. Wir müssen ja doch an der Wand entlang laufen. Ich dachte, man könnte es auch mit einem Doppelsprung schaffen. Hat aber ganz offensichtlich nicht funktioniert. Und jetzt müssen wir die Decke benutzen. Alles klar. Kein Thema. Und nochmal. Sind wir dieses Mal schnell genug? Yes, wunderbar. Würde sich noch wünschen, eingesperrt zu sein. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist er ja tot. Na. Unglaublich, dieser Prinz. Was ihm immer für Sachen einfallen. Ja, ja. Hier können wir sogar nochmal die Decke nehmen. Warum? Ach, egal. Sehr schön. Obwohl ich eigentlich genau in eine andere Richtung gesprungen bin. Hervorragend. Hat mich das Spiel gerettet. Weil das Spiel sich dachte, ach komm, der spielt eigentlich ganz gut. Das können wir ihm nicht antun. Da wäre er echt sauer. Obwohl ich ja gar nicht so oft sauer bin. So, auf geht's nach da oben. Sieht gut aus. Bereit für einen Hinterhalt? Hey, alles in Ordnung? Ja, wenn wir den Sprung auf die Platte schaffen, die uns rüberbringt. Wo soll denn das Problem sein? Bis jetzt hat noch nie ein Sprung nicht funktioniert. Das sieht irgendwie nicht nach einem Sprung aus. Das sieht eher nach einem kleinen Flug aus. Oh. Warum fliegst du denn vorbei, Helika, du marode Pilotin? Das ist ja furchtbar. Fliegt die einfach vorbei. Unglaublich. Ja, hier müssen wir so ein bisschen ausweichen. Das ist aber alles kein Thema. Nein, da gibt's Schlimmeres. Und die Konkubine hat sie wieder. Die letzte der Ahura. Die Königin kommt, um im Krönungssaal zu sterben. Und die ganze Ironie wird an solch humorloses Pack vergeudet. Wir sind nicht humorlos, meine Kleine. Wir haben sehr viel Spaß mit dir. Na, du Illusionistin. Ja, wo ist die hin? Hallo, Helika. Ich kann Helika nicht hauen. Na, sowas. Wo ist die denn hin? Ach, da hinten ist sie wieder. Na, sowas. Wahrscheinlich auch wieder nur eine Illusion, ne? Ja. Ja. Der Kurtisane zur Königin. Meine Eltern wären so stolz. Ich kann euer Leiden beenden. So wie das meine. Freundliches Angebot, was die Frau da gerade macht. Man, wer leidet schon gerne? Es wäre schon ganz gut, das einfach zu beenden, denke ich. Also kann man machen. Und ich meine, hier gab es einen kleinen Trick, denn wir müssen uns hier irgendwo runterfallen lassen. Ah, okay, das passiert automatisch. Denn man hat eben schon gesehen, dass man da an mehreren Stellen weiter sliden konnte. Ein bisschen weiter unten und weiter oben. Den Schmerz nicht, den ich erdulden musste, was ich tun würde, um zu bleiben. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber du bist einfach nur lästig. Helika. Lasst uns hier verschwinden. Aber wer freiwillig Konkubine wird, muss auch mit so etwas rechnen. Ja, so eine blöde Frau. Irgendwie mag ich die Konkubine nicht so. Oh nein, nun seid ihr da unten und kommt nicht wieder raus. Passt auf! Ich habe das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen lästig gewesen ist hier.
Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas war hier mit diesen schwarzen Viechern und ich weiß nicht mehr genau, was. Auf jeden Fall waren sie lästig. Das weiß ich noch. Aber in dem Spiel gibt es ja so einiges, was lästig ist. Zum Beispiel auch Lichtblubbel. Ja, dreh dich einfach um 360 Grad an der Ach, ich meine, diese Viecher haben verhindert, dass man sich zu lange an einem Ort aufhält. Wenn ich jetzt hier an der Stange noch länger kleben würde, dann würde das Viech kommen und... Ne? Mich da... Oh Gott, nein. Dann würden diese Mücken kommen und mich davon weghauen. Damit ich auf jeden Fall runterfalle. Was echt sehr, sehr nervig sein kann. Vor allem, weil man an manchen Stellen hier auch warten muss eigentlich. Naja. Kriegen das schon irgendwie hin. Zum Beispiel, indem wir jetzt springen. Denn das war der richtige Zeitpunkt. Ich habe B gedrückt. Okay. Spiel. Muss ich direkt B drücken, wenn ich an... manchmal macht es mich fertig. Manchmal ist die Steuerung nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber wir kriegen das hin. Alles kein Problem. Alles kein Thema hier. Nämlich so und dann springen wir hier ab. Wunderbar. Stange hoch und dann kommen wir auch hier raus. Tja, Konkubine, damit hast du nicht gerechnet, ne? Jetzt sind wir nämlich hier in dem Boden. Oh nein. Geht. Verlasst diesen Ort, solange ihr noch könnt. Oh Gott, nein. Ich glaube, sie ist uns nicht freundlich gesonnen. Ich werde den Kampf mal ein bisschen langweiliger gestalten. Weil ich gerade irgendwie... Ja, wenig Lust habe, mich damit so viel auseinanderzusetzen. Heißt, ich werde hauptsächlich Schwert im Griffe benutzen. Ihr müsst vielleicht auch nicht. Oh. Ach ja, richtig. Ja, man sieht das jetzt gerade schlecht. Mein Handschuh leuchtet jetzt. Das heißt, ja, ist ja gut. Was ist denn jetzt gerade beschäftigt? Das heißt, ich muss den Handschuh benutzen, um sie aus diesem Status rauszuholen. Haben wir ja eben schon einmal gesehen. Ach, komm schon. Schlägst mich direkt, wenn ich gerade wieder da bin. Oh, das war schnell. Und Elika macht gerade nicht viel, habe ich das Gefühl. Aber so können wir sie auch ein bisschen hauen. Wir brauchen Elika nicht. Niemand braucht Elika. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Das stimmt. So ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Vor allem jetzt, weil ich sie jetzt da nicht rauskriegen kann. In dem Zustand kann nur Elika helfen. Oh nein. Na komm schon. Geht doch, Elika. Sehr schön. Oh nein, genau jetzt kommt sie wieder an. Yes, sehr schön. Habe ich genau gesehen, dass sie gerade wieder angreifen wollte. Ah, noch rechtzeitig geblockt. Sehr, sehr schön. Oh, jetzt hat sie unsere Bewegung invertiert. Was aber alles kein Problem ist, denn mit invertierter Bewegung lässt sich auch ganz gut spielen. Au! Ui, das war wieder knapp. Nehmt alle zusammen. Ah, wieder Vierer Todeskombo. Oder auch nicht. Ah, hier mit Schwertkombo. Pam! Und nochmal drauf. Ja, komm, hier nochmal den Rest geben. Sie ist jetzt weg. Sie hat euch verzaubert. So sehr, dass ihr euch selbst nicht mehr kennt. Alles kein Problem. So, Elika. Auf geht's, dein Auftritt. Alles wird wieder schön grün. Grün. Diese Dinger, die sie auf uns gehetzt hat. Die werden wir noch öfter sehen. Die Konkubine auch. Gut. Also nicht gut, weil diese Dinger mag ich nicht. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die nochmal wiederzusehen. Diese kleinen Viecher.
So, das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir haben quasi alle Gebiete entdeckt. Alles gemacht, was wir machen konnten, soweit. Von den Bossen her. Und wir haben immer noch 40 Lichtblubbel übrig, die wir sammeln müssen. Also jetzt noch 30. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch ein bisschen sammeln, um weiterzukommen. Was nicht unbedingt das Problem ist, weil das geht relativ schnell. Weil das relativ schnell geht. Wir wollen ja ein bisschen Deutsch achten, ne? Und, kann ich da nicht hoch irgendwie? Hä? Kannst du da nicht um die Ecke irgendwie? Nein. Oh. Und warum kann ich da nicht hoch? Moment mal, hänge ich jetzt hier unten fest? Ehrlich? Ehrlich? Damit rechnet das Spiel nicht? Ach, hier ist so ein Schlitz an der Wand. Okay. Hä? Ich Dummbatz. Und ich sollte ein bisschen da dran hoch. Oh, er hat sie aufgefangen. Ja, merkt euch das, Leute. Das ist, ne, das macht man so. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen sammeln am Ende der Folge. Viel mehr wird jetzt nicht mehr passieren, denke ich. Nee, wird auch nicht. Es wird nicht mehr passieren. Falls ihr also keine Lust mehr auf Sammel-Action habt, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Falls ihr aber noch Lust habt auf Sammel-Action, seid ihr herzlich dazu eingeladen, noch zu bleiben. Ah, ein paar Lichtblubbel hier. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht das einfach schneiden soll. Das mit dem Sammeln. Obwohl es ja auch zum Spiel mit dazu gehört. Kann man ruhig machen. Ich meine, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist halt nur ein bisschen wehgelaufen und so. Ne? Ein bisschen Akrobatik. Also wer gern sieht, wie der Prinz hier rumspringt. Ja, kommt ja sowieso auf seine Kosten. Epp. Wunderbar. Auf nach hier oben. Und schon sind wir wieder in diesem Gebiet. Wunderbar, das heißt, wir können jetzt hier wieder zur Platte. Weit war es ja nicht. Es war ja eigentlich nur eine Platte, die wir hier benutzen mussten, um hier rüber zu kommen. Das ist sehr, sehr schön. Dadurch haben wir ja nicht viel Weg, den wir gleich ablaufen müssen. Hier kommen wir direkt darüber. Das ist auch wunderbar. Da müssen wir nämlich zu dem Tor hier nicht mehr so weit laufen, dann später. Ne, wer sich erinnert, dahinter kommt dann wieder der Endboss, also die Konkubine, wo wir sie dann letztendlich komplett niederhauen. Ja, ich denke, das waren alle Lichtblubbel dann da hinten. Die letzten, die wir hier sammeln müssen, sind wohl außenrum. Ich überlege gerade, ob ich dann die Folge jetzt einfach noch komplett die Lichtblubbel sammle, die wir brauchen für die nächste Fertigkeit. Und die nächste Fertigkeit holen wir dann direkt in der nächsten Folge. Ich denke, das bietet sich an. Machen wir die hier nochmal ein bisschen länger. Passt schon. Dann haben wir halt das nächste Mal auch ordentlich was zu tun und fangen nicht direkt mit Sammeln an. Was möglicherweise dann doch ein klein wenig blöd wäre. Fände ich. Also holen wir hier einfach mal alles, was wir kriegen können. Sind da unten auch noch welche? Oh ja. Unten an den... Die holen wir uns später. Wenn wir uns wieder zurück teleportiert haben. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Müssen wir nur dran denken. Und hier, der Weg ist schön linear, deswegen... Ne, da der auf dem Hin- und Rückweg gleich ist, kriegen wir hier die Lichtblubbel schön mit, obwohl die... Ja, obwohl... Ja, können wir hier einfach schnell zurücklaufen. Ich denke, das geht sogar noch schneller als mit dem Teleport. Machen wir jetzt einfach kurz. So, und hier springen wir jetzt, weil es schneller geht. So, da gibt es da unten noch... Nein, keine Lichtblubbel. Alles klar. Wehey! Ah ja, stimmt. Da sollte man ja eigentlich auch wieder einen Wandsprung machen. Aber egal. Fuck the system. Keiner braucht sowas. Hier kann man auch noch entlang. Cool, hier sind noch nicht mal Kratzspuren. Das heißt, der Weg ist so geheim, dass ihm bis jetzt kaum jemand anders gelaufen ist. Ein geheimer Weg. Falsche Taste. Hat aber noch gereicht, die richtige danach zu hämmern. Okay, gut. Ach, hier sind wir jetzt. Alles klar. Kommen wir von der Seite hier auch nochmal runter? Nö, natürlich nicht. Aber muss ja auch nicht sein. Wie kommen wir da hinten hin? Na, kommen wir bestimmt später noch irgendwie hin. Oder mit einer roten Platte, die da hinten vielleicht dann irgendwo ist. Ah,
ist die in uns reingesprungen und sagt, hab Dank für die starken Männerarme. Naja. Ja, so ein bisschen bedanken kann sie sich ja ruhig. Ich meine, wir sind ja hier auch gut am Schuften für sie. Ich glaube, ich werde das Schwert abnutzen. Das mag sein, ja. Das könnte gut vorkommen. Wie viel Blubbel? 3 noch. Easy. Ja, kriegen wir sogar alle hier in diesem Gebiet, ne? Wahnsinn. Allerdings nicht da hinten. Wie kommen wir denn zu den roten Platten da? Das ist jetzt etwas merkwürdig. Aber ich würde das gerne wissen, weil die roten Platten interessieren mich schon. Vielleicht sind die ja von dem anderen Gebiet. Aber warum denn? Nein. Nein, 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 nein. Das stimmt bestimmt nicht. Gucken wir mal. Hier muss es irgendwie einen Weg geben, der da hinten rüber geht. Ansonsten wäre das sehr komisch. Hm. Darüber springen. Wie wär's damit? Ich Held. Also er ist ein Held, aber ich spiele einen Helden. Deswegen bin ich auch so ein bisschen wie ein Held. Oh Mann. Diese Logik. Naja, um die Uhrzeit, wo ich gerade mich befinde, ist das alles in Ordnung. Da darf ich vieles behaupten, glaube ich. Behaupte ich mal. So, und die letzten Lichtblubbel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, nochmal ein paar. 3 zu viel sogar. Und wieder zurück. Heißt, wir können jetzt hier wunderschön speichern. Ist das nicht toll? Alles klar, gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und das nächste Mal, hoffe ich, werden wir uns dann eine Fähigkeit angucken. Nämlich hier beim Tempel. Vermutlich werden wir die grüne nehmen, weil ich denke, dass die ziemlich cool ist. Die grüne Fertigkeit gefällt mir am besten und da ich die das nächste Mal auf jeden Fall zeigen möchte und wir dadurch hier einen neuen Boss auch frei, obwohl wir schalten mit beiden Fertigkeiten. Ja, aber ich habe keine Lust auf die Konkubine. Deswegen werden wir hier einfach diese Kraft freischalten. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir Prince of Persia 2 nachspielen und wir, ja, bis dahin. Euer Powerpilz. Ciao.